Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte mit dir in diesem Video folgende Ziele erreichen. Wir lernen den Multiplikationssatz. Er ist auch bekannt unter der ersten Fahrtregel im Baumdiagramm kennen. Der Multiplikationssatz beschäftigt sich damit, wie wir nun im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeit für einzelne Ereignisse, für einzelne Ergebnisse berechnen können. Und diese Anwendung, die schauen wir uns dann auch tatsächlich an. Nämlich tatsächliche Berechnung von einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Wir brauchen dazu auch ein Vorwissen, nämlich wir müssen uns in den Baumdiagrammen gut zurechtfinden. Wir müssen den Aufbau dahinter verstehen und wir müssen auch die einzelnen Begriffe verstehen. Außerdem müssen wir mit den Brüchen umgehen können, nämlich wir müssen damit rechnen können. Die Grundrechnungsarten sollten kein Problem sein, insbesondere die Multiplikation von Brüchen und das Kürzen von Brüchen. Der Darstellungswechsel zwischen den einzelnen Darstellungsformen sollte auch kein Problem sein. Die Darstellungsformen von Brüchen sind zum Beispiel die Bruchdarstellung, die Dezimalzahldarstellung oder die Prozentdarstellung. Gut, starten wir mit einem Beispiel, das bereits bekannt sein sollte. Du solltest es kennen aus dem vorherigen Video. Da ging es darum, dass wir Baumdiagramme zusammengefasst haben. Interessant ist nun, wir haben hier die erste Fahrtregel, den Multiplikationssatz, stehen. Schauen wir uns den gemeinsam mal an. Die Wahrscheinlichkeit von einem Pfad ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang dieses Pfades. Das heißt, wenn ich entlang eines Pfades gehe, werden die einzelnen Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Schauen wir uns das Beispiel dazu an. Berechne mit der ersten Fahrtregel die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Kugeln weiß sind. Den Pfad dazu können wir ganz leicht einzeichnen. Wir ziehen zuerst eine weiße Kugel und die zweite Kugel ist ebenfalls eine weiße. Die Wahrscheinlichkeiten, die uns dabei begegnen, sind 3 Viertel. Und die zweite Wahrscheinlichkeit sind dann 2/3. Die 3/4 mal den 2/3. Die erste Pfadregel besagt nun, dass entlang dieses Pfades die Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden. Daher kommt dieses Mal. So, Multiplikation von Brüchen zusammengefasst oben 3 mal 2 durch 4 mal 3. Das liefert 6 dividiert durch 12. Das ist gekürzt 1/2. Das kann ich schreiben als 0,5 und das sind 50%. Und schon haben wir das erste Beispiel gelöst. Nun folgen zwei Beispiele für dich. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Berechne nun mit der ersten Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, zuerst eine graue und danach eine weiße Kugel zu ziehen. Und die zweite Aufgabenstellung, berechne mit der ersten Fahrtregel die Wahrscheinlichkeit, zuerst eine weiße und danach eine graue Kugel zu ziehen. Tipp von mir, zeichne die einzelnen Pfade tatsächlich im Baumdiagramm ein und schreibe dann mit Hilfe des Multiplikationssatzes die Wahrscheinlichkeit auf. Für deine Rechnung halte das Video kurz an. Und wenn du fertig bist, kannst du mit dem Video fortsetzen. So, ich hoffe, du bist mit deiner Lösung nun fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Ich habe dazu die Lösung bereits aufgeschrieben. Allerdings können wir nun gemeinsam vergleichen, ob wir es tatsächlich richtig gemacht haben. Die Aufgabenstellung, zuerst eine graue und danach eine weiße Kugel zu ziehen, würde im Baumdiagramm eingezeichnet das folgende ergeben. Dabei begegnet uns die Wahrscheinlichkeit 1/4 mal 3/3. Das liefert insgesamt 25%. Die zweite Aufgabenstellung, zuerst eine weiße und danach eine graue Kugel zu ziehen. Die erste Ziehung eine weiße und danach eine graue Kugel. Dabei haben wir die Wahrscheinlichkeiten 3/4 und 1/3. Diese zwei müssen laut des Multiplikationssatzes miteinander multipliziert werden und wir
erreiche eine Wahrscheinlichkeit von 25%. So, das waren vorerst einmal die Aufgaben zum Multiplikationssatz. Fassen wir nun noch gemeinsam zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Wir haben den Multiplikationssatz, die erste Pfadregel im Baumdiagramm, kennengelernt. Sie besagt, dass entlang eines Pfades die Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden. Und die Anwendung dazu haben wir anhand eines Beispiels bzw. sogar zwei Beispielen geübt. Viel Spaß im weiteren Lernzyklus und gutes Gelingen!